Hochalpenstraßen zu fahren, ob mit dem Motorrad, mit dem Bike oder mit dem Auto. Es bedeutet, Freiheit zu spüren und Natur zu erleben. Ich stelle euch jetzt drei wunderschöne Hochalpenstraßen vor. Es geht los mit der kostenpflichtigen, mit der Kärntencard allerdings freien Malta-Hochalpenstraße. Sie beginnt nach Gmünd in Malta und schlängelt sich 14,4 Kilometer durch das Tal der stürzenden Wasser, vorbei an Wasserfällen, durch in Felsen gehauene Natursteintunnel, geprägt von Spitzkehren und umgeben von Wald und Fels und hohen Bergen, bis zum Köln-Brein-Stausee in 1933 Meter Höhe. Oben angekommen, mit einem leichten Kribbeln im Bauch, betritt man die Glasfläche des Airwalks, auf dem man 200 Meter in die Tiefe schaut und wird belohnt mit einem atemberaubenden Blick in die Berge der Hohen Tauern mit mehreren Dreitausendern. Wer Lust hat, kann noch über die 626 Meter lange und 7,6 Meter breite Betonmauer einen Spaziergang unternehmen und dabei die umliegende Bergwelt und die Architektur dieser Staumauer auf sich wirken lassen. Wir sind gegenüber des Stausees an dem Gasthaus Köln-Breinstübel gegangen. Die Natur dort ringsherum erinnert an Heidi. Ihr wisst schon, das kleine Mädchen aus den Bergen. In einer Umgebung, wo jeder ins Schwärmen gerät. Ja, Filmkulisse. Aber seht selbst. Jetzt freuen wir uns auf die schöne Fahrt zurück. Wir fahren heute die Nockalmstraße mit dem Auto. 34 Kilometer durch eine wunderschöne Landschaft. Oben werden wir vielleicht noch ein bisschen wandern gehen, mal sehen, was sich alles so bietet. Und auf geht's! Auf die Fahrt dahin hatte mich die Konstruktion der Tauernautobahn sehr fasziniert. Die Nockalmstraße ist eher eine sanfte 34 Kilometer lange Straße durch Almweiden und lichten Lärchen- und Zirbenwäldern und vorbei an urigen Almhütten. Es geht immer wieder auf und ab, daher auch der Name Nocken. 52 Kehren und zahlreiche Kurven mit immer wieder neuen Aussichten auf die grünen Nockberge. Thank you.
Die gute Buttermilch direkt vom Bauernhof. Zum Wohl. Wo haben wir das bekommen? Auf der Zeschneralm. Genau. Weiter ging's nach unserer köstlichen Buttermilch zum höchsten Punkt der Straße, zur Eisentalhöhe, 2042 Meter. Mein Mann hat sich vom Fahren ausgeruht und ich machte eine kleine Wanderung bergauf über die Wiesen der Speikpflanze, die hier einmalig ist. Viele kennen vielleicht die Speikseife. Ja, und die Produzenten holen für diese Seife ausschließlich hier in der Gegend diese Naturpflanze. Oh, 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 Respekt, Bettina, den Kühen sollte man nicht zu nahe kommen. Ich hatte mich umgedreht und bin ein Stück weggegangen. Als ich zurückschaute, hatte sich die Kuh wieder beruhigt und befasste sich mit dem Fressen. Eine sogenannte Tür, um aus dem Gelände der weidenden Kühe wieder herauszukommen, hatte ich bisher noch nie gesehen. Eine herrliche Auszeit für mich zwischen Enzian und Speik und in der Ferne die Berge und über mir der blaue Himmel und die Sonne. Wieder angekommen an der Eisentalhöhe habe ich meinen Mann ausgeruht und entspannt bei einem eisgekühlten Radler gefunden. Weiter ging es bergab und wieder bergauf bis zur Glockenhütte. Die Wunschglocke auf ca. 2000 Meter Höhe erreicht man zwischen Gasthaus und Kiosk Glockenhütte über rustikale Holztreppen an netten Holzschnitzereien vorbei. Die Wunschglocke soll Wünsche erfüllen, sagt man. Ich gehe jetzt die Wunschglocke läuten. Wenn mein Wunsch auch nicht in Erfüllung gehen sollte, der Ausblick auf die Nockberge von hier oben ist traumhaft. Auf der Rückfahrt kurz nach der Glockenhütte überraschte uns ein magisches Naturjuwel, der Windebensee auf 1900 Meter. Kurzer Halt, aber hier sollte man sich wirklich länger aufhalten. Es ist einfach nur wunderschön. Die Nockalmstraße kann man in beiden Richtungen befahren. Im Süden ab der Ebene Reichenau und im Norden ab Innerkrems. Die Großglockner Hochalpenstraße schlängelt sich 48 Kilometer durch die hochalpine Landschaft wie ein Band. Sie schmiegt sich den Bergen an, als würde sie von Natur aus mit dazugehören. Sie führt von den Tälern über 1500 Höhenmetern hinauf zu den Felsen und Gletschern. Binnen einer Stunde durchfährt man alle Vegetationsstufen der Alpen. 36 Kehren und nach jeder einzelnen Kehre sieht man die Bergwelt wieder in einem anderen Blickwinkel. Wasserfälle, kleine Bergseen und der Blick auf schneebedeckte Berge runden die spektakuläre Fahrt auf besondere Weise ab. Den ersten Halt machten wir bei 2260 Metern am Haus Alpine Naturschau. Dort gibt es eine Ausstellung zum Thema Hochgebirgsökologie. Sehr interessant dargestellt. Die Aussicht grandios.
Der zweite Halt war die Edelweißspitze. Sie ist mit ihren 2571 Metern nicht nur der höchste Punkt der Großglockner Hochalpenstraße, sondern auch die höchste Bergspitze, die man mit dem Auto erreichen kann. Dort liegen 35 Dreitausender im Blickfeld der Besucher. Wieder hinab ein kleiner Stopp zum Fotografieren des Fuscher Tors bei 2428 Metern. Von da hat man einen fantastischen Blick auf die Kehren der Großglockner Hochalpenstraße. Außerdem befindet sich hier auch eine Gedenkstätte für die 15 während der Errichtung der Straße von 1930 bis 1935 verunglückten Arbeiter. Einen weiteren Stopp gab es bei 2262 Metern am Fuscher Lake, ein wunderschön gelegener Gebirgssee. Und hier sieht man auch ein original erhaltenes Straßenwärterhaus. In diesem gibt es eine Ausstellung über den Bau der Großglockner Hochalpenstraße von 1930 bis 1935. Weiter ging die interessante Fahrt über die Berge bis zum Hochtor. Das ist die Passhöhe von 2504 Metern. In strengen Wintern mit viel Schnee oder bei extrem schlechtem und nebligem Wetter kann man die Flügeltüren des Tores ganz einfach schließen, um eine gefährliche Fahrt durch die hochalpine Landschaft zu verhindern. Ein kleiner Abstecher in das schönste Alpendorf Österreichs, Heiligenblut, in 1288 Metern am Fuße des Großglockners. Eine einzigartige Bergkulisse. Die Kirche ist eines der bedeutendsten Sakralbauten im Ostalpenraum. Dann wieder bergauf zur Glocknerstraße. Links abgebogen geht es zu unserer letzten und wichtigsten Station, der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe, in 2369 Metern. Dem einzigartigen Panoramablick auf den 3798 Meter hohen Großglockner und dem mehr als 8 Kilometer langen und somit Österreichs größten Gletscher. Ohne Zweifel, die Großglockner Hochalpenstraße war für uns die spektakulärste und schönste. Man kann sagen, die Königin der Alpenstraßen. Einmal im Leben muss man sie gefahren sein. In diesem Sinne sage ich Tschüss und vergesst nicht Daumen und Abo, wenn es euch gefallen hat.